Liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meinem Vortrag über die spanische Grippe, die sogenannte spanische Grippe, wie ich gleich ergänzen möchte, begrüße ich Sie alle sehr herzlich und hoffe zunächst einmal, dass Sie diesen Vortrag trotz aller gegenwärtigen Bedrängnisse sehen und hören können, ohne persönlich oder in Ihrem unmittelbaren Umfeld von einer Corona-Erkrankung betroffen zu sein. Die sogenannte spanische Grippe 1918-19 war eine ungeheure Katastrophe, wenn man von der Zahl der Opfer weltweit ausgeht. Sie wird mittlerweile auf 50 Millionen Menschen geschätzt und lag vermutlich noch höher. 50 Millionen Menschen. Das waren 3 bis 4% der damaligen Weltbevölkerung. Und es waren wesentlich mehr Tote, als sie die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs hinterließen. So dürfte es erst einmal verwundern, dass die sogenannte spanische Grippe im kollektiven Gedächtnis der betroffenen Länder und Regionen kaum Spuren hinterlassen hat. Ganz gewiss nicht in Deutschland. Sie also lange Zeit eine verdeckte, ja vergessene Katastrophe blieb, wie die Neue Zürcher Zeitung 2018 unter Hinweis auf die nicht wenigen 25.000 Toten in der Schweiz schrieb. Der aus Holz gefertigte Kenotaph einer Maori-Gemeinde in Neuseeland, den Sie im Bild sehen, ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Erinnert wird die spanische Grippe, so Laura Spinney in ihrer Gesamtdarstellung Pale Rider, personally, not collectively. Not as a historical disaster, but as millions of discrete private tragedies. Auch die Geschichtswissenschaft hat sich lange Zeit mit dem Thema kaum beschäftigt. So finden sich noch in der zweiten Auflage der im Schöning Verlag erschienenen, sehr umfangreichen Enzyklopädie Erster Weltkrieg von 2014 zur spanischen Grippe nur wenige Zeilen am Ende des Artikels Epidemien, jedoch kein eigener Eintrag. Erst seit Mitte der 90er Jahre hat sich das Interesse in unserer Disziplin deutlich verstärkt, nachdem zuvor schon Medizin und Sozialwissenschaften sich dem Thema zugewandt hatten. Dahinter stand ein Bündel von Faktoren, unter ihnen die Hinwendung zu Umwelt- und dann globalgeschichtlichen Fragen ebenso wie die Ausbrüche der Vogelgrippe und dann des SARS-Virus kurz vor und nach der Jahrtausendwende. Wir haben es hier also mit einer zunächst merkwürdig anmutenden Diskrepanz zwischen dem Ausmaß der Katastrophe und ihrer öffentlichen Wahrnehmung in ihrer Zeit selbst und dann bis zum Ausgang des 20. Jahrhunderts zu tun. Deshalb verwende ich den Begriff der verdeckten Katastrophe. Warum er mir passend erscheint, wird, so hoffe ich, im Verlauf meines Vortrags erkennbar werden. Zuvor will ich die aus dieser Diskrepanz herrührende Verwirrung aber noch ein wenig vergrößern, indem ich darauf hinweise, dass die spanische Grippe mit Spanien selbst wenig zu tun hat, außer dass sie eben auch dort wütete wie überhaupt rund um die Welt. Aber ihr Ursprung ist definitiv nicht in Spanien zu verorten. Worum soll es nun im Folgenden gehen? Was erwartet Sie in den kommenden etwa 40 Minuten? Zunächst werde ich mich mit der Herkunft der Pandemie beschäftigen, anschließend einen Überblick über ihren zeitlichen Verlauf und ihre Folgen geben und dann im Hauptteil meiner Ausführungen auf die Wahrnehmungen der spanischen Grippe und die Reaktionen auf sie in ausgewählten Ländern und Regionen eingehen. Danach befasse ich mich noch einmal kurz mit der Frage, welche Art von Zusammenhang sich zwischen der spanischen Grippe und dem Krieg angeben lässt. Am Ende steht ein Blick auf die Beschäftigung mit ihr in den folgenden Jahrzehnten. Woher stammte die dann sogenannte spanische Grippe? Auf diese Frage gibt es leider keine eindeutige Antwort und es ist auch derzeit nicht zu erwarten, dass es sie jemals geben wird. Der eine von drei Erklärungsansätzen verortet ihren Ursprung in China. Dort verbreitete sich Ende 1917 in der nordchinesischen Provinz Shanxi eine Atemwegserkrankung mit schweren Symptomen,
deren Diagnose allerdings trotz aller Bemühungen der beteiligten Ärzte, auch solcher, die in Europa studiert hatten, unklar blieb. Wenn es sich um die von einem Teil der Experten vermutete Beulenpest gehandelt hätte, wäre es zu mehr Todesfällen gekommen. Eine Form der Grippe könnte es somit durchaus gewesen sein. Dass sie sich weit über China hinaus verbreitete, ist plausibel, denn in den folgenden Monaten gelangten über 100.000 in Nordchina rekrutierte Arbeiter im Rahmen des zur Unterstützung der Westalliierten gebildeten Chinese Labor Corps nach Westeuropa über Kanada oder direkt auf dem Seeweg. Unter denen, die sich für ihre Reise nach Europa im Hafen von Qingdao versammelten, waren offenbar viele Erkrankte. Später wurde bei dem für sie zuständigen Militärpersonal auf dem kanadischen Vancouver Island eine gestiegene Zahl von Atemwegserkrankungen festgestellt und weitere Krankheits- und Todesfälle bei den chinesischen Arbeitern in ihren Sammellagern in England und Frankreich. Eindeutige Belege für Verbreitungswege in die europäische Bevölkerung hinein fehlen jedoch. Bemerkenswert ist freilich, dass nach Beginn der zweiten, besonders tödlichen Welle der spanischen Grippe im Spätsommer 1918 die Zahl der Todesfälle unter den chinesischen Arbeitern vergleichsweise gering blieb, was auf eine mittlerweile erworbene Immunität hindeuten könnte. Aber angesichts der nur noch fragmentarisch überlieferten medizinischen Quellen bleibt dies Spekulation. Eine zweite Theorie vermutet, dass die Pandemie von zwei britischen Militärlagern ausging, Etaples in Nordfrankreich und Aldershot südwestlich von London. Dort wiesen zahlreiche Soldaten Ende 1916, Anfang 1917 eine Erkrankung der Atemwege auf mit Symptomen, wie sie dann auch die spanische Grippe auszeichneten. Fieber, Herzrasen, blutigem Auswurf und vor allem mit einer Zyanose, einer bläulichen Verfärbung der Haut, die akuten Sauerstoffmangel anzeigt. Eitrige Bronchitis wurde diese Erkrankung zeitgenössisch genannt. Gerade das Lager in Etaples schien günstige Bedingungen für ihre Verbreitung zu bieten. Über 100.000 Männer und Frauen im Militärdienst waren hier gleichzeitig untergebracht. Jeder Tag verzeichnete die Ankunft neuer Truppentransporte. In der Nähe befanden sich ein Lager für deutsche Kriegsgefangene und eines für französische Truppen aus Indochina, 50 Kilometer weiter südlich zu dem Unterkünfte des Chinese Labor Corps. Ideale Verbreitungsbedingungen würde man also annehmen, zumal die britischen Soldaten in engem Kontakt mit der französischen Zivilbevölkerung standen, nicht zuletzt auch in Form sexueller Beziehungen. Ein Krankheitsausbruch unter der Zivilbevölkerung ist für die fragliche Zeit jedoch nicht fassbar. Es lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass auch dies ein Quellenproblem darstellt, da nach französischem Recht die Todesursache zum Schutz der Privatsphäre nicht in die amtliche Todesfeststellung aufgenommen, sondern vom behandelnden Arzt aufgezeichnet wurde. Diese Quellen fehlen aber weitgehend. Auch hier bleibt Ungewissheit, die sich nicht auflösen lässt. Gut nachvollziehen lässt sich dagegen der Infektionsverlauf, der im Landkreis Haskell im US-Bundesstaat Kansas begann. Das ist der dritte Erklärungsansatz. In dieser armen Gegend, in der die Menschen in Häusern aus Grassoden lebten, Mais anbauten, Schweine und Geflügel züchteten, verzeichnete ein Arzt seit dem Januar 1918 eine solch große Zahl von schweren Lungenentzündungen, dass er sie der US-Gesundheitsbehörde in der Hauptstadt Washington meldete. In der benachbarten Militärbasis Camp Funston wurde beim Koch Albert Gitchell am 4. März eine Lungenentzündung diagnostiziert und bald waren es viele weitere Soldaten, die gleiche Symptome zeigten, sodass sich auch hier der zuständige Arzt zu einem Bericht nach Washington veranlasst sah. Ein weiteres Militärlager in Kansas, Fort Riley, war nun ebenfalls betroffen, sowie eines in Georgia, Camp Oglethorpe. Die Soldaten hier wurden im Gefolge der Kriegserklärung der USA für ihren bevorstehenden Einsatz auf dem westeuropäischen Kriegsschauplatz trainiert und bald in großer Zahl über den Atlantik transportiert.
Die Grippe verbreitete sich nun in den USA selbst und jenseits des Atlantik, zunächst in Großbritannien und Frankreich, dann in weiteren Teilen Europas und entlang der Handels- und Transportwege über die restliche Welt. Ein sicherer Beweis dafür, dass das Virus tatsächlich aus Kansas stammte, ist diese Abfolge freilich nicht. Gewisse Zweifel bleiben auch deshalb, weil die Militärkrankenhäuser in den USA insgesamt schon zwischen Dezember 1917 und Januar 1918 deutlich mehr Neuaufnahmen wegen schwerer Atemwegserkrankungen verzeichneten als in den Jahren zuvor und diese Krankheitsfälle mit höherer Sterblichkeit verbunden waren als die Fälle im März und April 1918. Ein genauer Nachweis der geografischen Herkunft der spanischen Grippe lässt sich also nicht führen. Damit müssen wir uns leider zufrieden geben. Wenn die notwendigen Quellen fehlen, gerät historische Erkenntnis eben an ihre Grenzen. Vermutlich werden Sie mittlerweile mit einiger Ungeduld die Frage stellen, woher denn nun der Name spanische Grippe kommt. Dazu müsse es doch Quellen geben. So ist es. Und gleich gelange ich an diesen Punkt, wenn ich jetzt einen Überblick über den Verlauf der Pandemie und ihre Folgen gebe. Die erste Welle der spanischen Grippe, die sich von Mai bis Juli 1918 erstreckte, erfasste vor allem die nördliche Hemisphäre. Ihre Wirkungen waren noch milde im Vergleich zur zweiten. Die Zahl der Toten blieb relativ gering, aber die Pandemie betraf viele Menschen. Sie beeinträchtigte deren Arbeitsfähigkeit und legte so an vielen Orten große Teile der Wirtschaft, Verkehrsmittel und das öffentliche Leben für einige Zeit lahm. Betroffen waren nicht zuletzt auch viele Soldaten, deren Kampffähigkeit über einige Wochen stark geschwächt war. Gerade darüber durfte freilich in der zensierten Presse der kriegführenden Länder nicht berichtet werden. So blieb das Presseecho hier verhalten. Anders jedoch war dies in einem Land, das nicht zu einer der beiden Kriegsparteien gehörte und in seiner Neutralität der eigenen Presse keine dem Krieg geschuldeten Beschränkungen auferlegte. Die Zeitungen der anderen Länder konnten sich gleichfalls der Meldungen aus einem solchen Land ohne Auflagen bedienen. So meldete am 27. Mai 1918 die Nachrichtenagentur Reuters aus London in die ganze Welt, dass die spanische Königin an einer bisher unbekannten grippeartigen Krankheit leide. Weitere spanische Presseberichte teilten mit, dass auch der König selbst, sein Premierminister und Teile des Kabinetts derartige Krankheitssymptome zeigten. Als dann der Leiter der Nationalen Gesundheitsbehörde am 29. Juni der Öffentlichkeit mitteilte, ihm lägen keine Informationen über eine solche Epidemie aus anderen Teilen Europas vor, da war der Name in der Welt. Die spanische Grippe war geboren, auch wenn, wie wir eben festgestellt haben, ihre Wurzeln definitiv woanders lagen. In Spanien selbst nannte man die Krankheit übrigens der Soldat aus Neapel. Nach einem damals sehr populären Chorstück aus einer Operette des Komponisten José Serrano, La Canción del Olvido. Ein Stück, das als Ohrwurm in gleicher Weise ansteckend schien wie die Krankheit. Aus dieser Art der Namensgebung können wir wiederum zweierlei entnehmen in Bezug auf die Wahrnehmung der ersten Welle der Pandemie. Und damit greife ich schon ein wenig voraus. Erstens wurde sie ein wenig verniedlicht, mit Humor behandelt, was ungeachtet der hohen Ansteckungsrate angesichts der noch vergleichsweise milden Wirkungen nachvollziehbar ist. Und zweitens wurde ihr mit dieser Kennzeichnung indirekt ein auswärtiger sowie kriegsbezogener Ursprung zugewiesen und an derartige externalisierende Zuweisungen früherer Zeiten angeknüpft, wie wir sie etwa bei der Syphilis finden. Die Karikatur, die Sie auf der PowerPoint-Folie sehen, nimmt dieses Motiv des Soldaten auf, stammt freilich schon aus der zweiten, weitaus schlimmer verlaufenden Welle der Pandemie. Diese zweite Welle setzte im August 1918 ein und dauerte bis zum November. Sie besaß einen anderen, erheblich tödlicheren Charakter als die erste. Mit dem Begriff der Welle
muss man dabei vorsichtig sein. Es ist davon auszugehen, dass es sich um das schon vorher aufgetretene, mittlerweile aber vor dem Hintergrund der schon weiten Verbreitung mutierte und dann so weitergegebene Virus handelte. Es war nun nicht mehr nur hochinfektiös, sondern griff auch rasch die Lunge an und löste hier dann entweder unmittelbar eine Lungenentzündung aus, die oft mit der schon erwähnten bläulichen Verfärbung der Haut verbunden war, oder aber machte den Weg für eine spätere bakterielle Lungenentzündung frei. Im Extremfall vergingen zwischen Infektion und Tod nur wenige Tage. Besonderes Erschrecken löste aus, dass der Krankheit in ihrer zweiten Ausprägung gerade junge, eigentlich gesunde Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren zum Opfer fielen. Neben schwangeren Frauen vor allem junge Männer. Erklärt wird dies damit, dass das Virus hier eine Überreaktion des Immunsystems auslöste, einen Zytokinsturm und damit den Weg für eine Lungenentzündung bahnte. Diese These, die im Grundsatz auch schon von Zeitgenossen formuliert wurde, ist weithin akzeptiert. Auch wenn sich hier, wie der Freiburger Medizinhistoriker Wolfgang Eckert unterstrichen hat, eine gewisse statistische Verzerrung insofern nicht ausschließen lässt, als jüngere Männer wegen ihres Status als künftige oder schon im Einsatz befindliche Soldaten besondere medizinische Aufmerksamkeit genossen, während dies bei älteren Menschen nicht der Fall war und Todesursachen dann nicht mit der gleichen Gründlichkeit untersucht wurden. Zu bedenken ist allerdings auch ein geschlechtergeschichtlicher Aspekt. Von jungen Männern, zumal wenn sie die Hauptverdiener in der Familie waren, wurde viel eher erwartet als von jungen Frauen, möglichst schnell wieder ihre Arbeit aufzunehmen oder in den Schützengraben zurückzukehren, während der Verzicht auf physische Anstrengung und Bettruhe die eigentlich gebotenen Verhaltensweisen gewesen wären. Festgestellt wurde die neue, extrem aggressive Form des Virus zunächst in den drei weit voneinander entfernt liegenden Hafenstädten Brest, Boston und dem westafrikanischen Freetown. Soldaten und Matrosen passierten diese Orte in großer Zahl und trugen das mutierte Virus in andere Teile der Welt. Zunächst in weitere Hafenstädte, von dort aus verbreitete es sich entlang der Eisenbahnlinien und Überlandstraßen. Und wurde von Wanderarbeitern, Flüchtlingen, Pilgern, Schülerinnen und Schülern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an jeder Art von Massenveranstaltung weitergegeben. Die Hälfte der Weltbevölkerung dürfte infiziert gewesen sein. Das sorgte bei den Überlebenden für eine gewisse Immunität, sodass die dritte Welle der Pandemie, die für die Anfangsmonate des Jahres 1919 zu verzeichnen ist, und bei der heimkehrende Soldaten als Hauptüberträger fungierten, einen vergleichsweise milden Verlauf nahm und erheblich weniger Todesopfer forderte, freilich immer noch 2 bis 3 Millionen. Insgesamt starben während der drei Wellen der spanischen Grippe, wie bereits erwähnt, 50 und mehr Millionen Menschen. Mehr als dreimal so viele, wie der Erste Weltkrieg selbst an Toten hinterließ. Dabei verteilten sich die Toten nicht gleichmäßig über die Kontinente. Am stärksten betroffen waren die Inseln im Pazifik, Afrika südlich der Sahara, Süd- und Ostasien sowie Mittelamerika. Im Vergleich dazu weniger dagegen Europa und Nordamerika. Nicht übersehen werden sollten auch die mittelbaren Auswirkungen der spanischen Grippe auf die Gesundheit. Wenn Schwangere die Erkrankung überstanden, führte das in vielen Fällen gleichwohl zu einer Fehlgeburt, was etwa in Südafrika die nachwachsenden Jahrgänge erkennbar dezimierte. Viele Genesene trugen überdies bleibende Schäden davon und waren anfälliger für Nierenerkrankungen, Hirnhautentzündungen und Parkinson, wie sich im Verlauf der 20er Jahre zeigen sollte. Offenbar waren, wie die genannten Zahlen erkennen lassen, die damaligen Gesellschaften überall auf der Welt vulnerabel für die Pandemie und bauten, wie der Hinweis auf die Erwartungen an männliches Verhalten andeutet, auch mentale Barrieren gegen eigentlich gebotene Heilungs- und Verhinderungsstrategien auf. Das will ich im Folgenden vertiefen. Um die vielfältigen Formen des Umgangs mit der spanischen Grippe richtig zu verstehen, muss man sich zunächst vor Augen halten,
dass die damalige Medizin noch nicht in der Lage war, den Erreger der Krankheit zu identifizieren. Nicht zuletzt hing dies damit zusammen, dass ein Virus schlicht zu klein war, um unter einem damals verfügbaren Mikroskop entdeckt werden zu können. Richard Pfeiffer, vormaliger Assistent von Robert Koch, in Berlin habilitiert und mittlerweile Professor in Breslau, ein Pionier der Bakteriologie, hatte 1892 das Haemophilus influenza genannte, Atemwegserkrankungen hervorrufende Bakterium entdeckt, das sich nach Ausbruch der spanischen Grippe auch bei manchen von ihr Betroffenen fand. Pfeiffer sah in ihm deshalb grundsätzlich den Auslöser der Pandemie, nahm aber, wie er in einer Sitzung des Reichsgesundheitsrates Mitte Juli 1918 ausführte, auch an, weil das Bakterium eben nur bei einem Teil der Erkrankten nachweisbar war, dass es noch ein weiteres, mikroskopisch nicht identifizierbares Element geben müsse. Das war, wie sich später herausstellen sollte, ein vollkommen zutreffender Gedanke, der jedoch zunächst keine Wirkung entfaltete, auch weil die erste Welle der Grippe abflaute. Die genaue Ursache blieb also in der Schwebe. Zu einer eindeutigen Bekämpfungsstrategie war so nicht zu gelangen. Wo die Pandemie auftrat, wurde sie, wie schon im Blick auf Spanien angedeutet, externalisiert. Es überrascht nicht, dass in den Entente-Ländern von der Hunnengrippe die Rede war oder von der deutschen Pest und dies verbunden wurde mit Erklärungsversuchen, die auf nicht begrabene Leichen von Gefallenen oder gar auf von deutschen Truppen eingesetztes Giftgas verwiesen. In Polen sprach man von der bolschewistischen Krankheit. Weiße in Südafrika nannten die Pandemie Black Man's Disease, während unter der schwarzen Bevölkerung dort von der White Man's Sickness die Rede war. Verbreitet war auch die Vorstellung, und hier könnte man Linien zu früheren Pandemien ziehen, dass es sich um eine göttliche Bestrafung für eine Vielzahl von Sünden handelte. Muslime führten den Willen Allahs an, ebenso irische Katholiken den Willen Gottes. Der niederländische Begriff God's Bezoeking, eine Visitation Gottes, wies in dieselbe Richtung. Verschwörungstheorien konnten ein weiterer Teil des Wahrnehmungs- und Deutungsmusters der spanischen Grippe sein. Während US-amerikanische Soldaten zunächst eher wenig aufgeregt die Pandemie ein Three-Day-Fever oder Knock-Me-Down-Fever nannten, kam in den Erklärungsversuchen mancher US-amerikanischer Bürger in der Heimat ein markanter deutschen Hass, verbunden mit abstrusen Kausalitätszuweisungen und Handlungsempfehlungen zum Ausdruck. So wandte sich Mitte September 1918 ein Mann aus Iowa an den Surgeon General mit dem Verdacht, deutschfreundliche Teile der Bevölkerung hätten unter Führung von Agenten die Krankheit überall verbreitet, wie zuvor in Belgien, Osteuropa und auch Armenien. Das müsse man nun, Zitat, mit Pestilenz und Blut, Zitat Ende, vergelten, wie es in der Bibel zu lesen sei. Dazu sei dann das Blut von an der Krankheit Verstorbenen in sterilisierte Gläser zu füllen und nach Deutschland zu bringen. Aus Massachusetts erreichte den Surgeon General der Hinweis, deutsche U-Boote hätten in den Küstengewässern Fische vergiftet, über die die Krankheit dann übertragen worden sei. Und der Vorsitzende der Ortsgruppe der American Defense League in einem Ort in New Jersey vermutete, die Grippe, er benutzte den deutschen Begriff, sei möglicherweise dadurch verbreitet worden, gerade in den heimischen Militärlagern, dass, Zitat, irgendeine deutsche Mikrobe, Zitat Ende, in die Verteilung von Millionen von Zigaretten an die dort untergebrachten Soldaten eingeschmuggelt worden sei. Solche Schuldzuweisungen und Vorschläge halfen den staatlichen Behörden nicht weiter. Freilich mussten sie in irgendeiner Weise reagieren, zumal als die zweite Welle im Spätsommer und Herbst die Gefährlichkeit der Pandemie offensichtlich machte. Ich beginne mit einem Blick auf Spanien, bei dem die Reaktion der Behörden anders als in anderen Ländern und Regionen nicht direkt von Kriegsbedingungen beeinflusst war. Eingeschleppt wurde die spanische Grippe nach Spanien in der ersten Welle höchstwahrscheinlich durch Wanderarbeiter, die in Frankreich tätig gewesen waren und an ihre Heimatorte über den Verkehrsknotenpunkt Madrid zurückkehrten, wo gerade das Fest des heiligen Isidor
mit zahlreichen Veranstaltungen, darunter Stierkämpfen, stattfand. Die Verbreitung der zweiten Welle wurde durch ähnliche Faktoren zumindest erleichtert. Wiederum durch die Bewegungen von Wanderarbeitern, aber auch von zur Armee eingezogenen Rekruten, die, wenn sie erkrankt waren, wieder mit der Eisenbahn zurück in ihre Heimatorte fahren mussten. Und auch jetzt fanden wieder zahlreiche Heiligenfeste statt. Die Gesundheitsbehörden erwiesen sich nun als völlig überfordert. Schon bei der Weitergabe der Meldungen über Infizierte, und sie beugten sich bisweilen ökonomischem Druck, so in Valladolid, wo das Gesundheitsamt bis Ende September mit der offiziellen Erklärung des Epidemieausbruchs wartete, um die anlässlich des lokalen Heiligenfestes abgehaltenen Märkte und Stierkämpfe stattfinden zu lassen. Maßnahmen der Behörden blieben aber keineswegs aus, und auch sonst zeigten sich verschiedene Formen der Resilienz mit mehr oder weniger großer Wirkung. Als durchaus wirksam erwiesen sich sanitäre Sperrbezirke, in die ankommende Passagiere in Bahnhöfen und Häfen geleitet, dann desinfiziert und untersucht wurden, wie Sie es im Bild sehen. Infizierte mussten sich dann in Quarantäne begeben. Temporäre Grenzschließungen zu Portugal und Frankreich besaßen dagegen eher symbolischen, die Externalisierung des Virus sozusagen fortsetzenden Charakter. Die Ärzte, in großer Anspannung angesichts der rasch steigenden Todeszahlen und der Unklarheit über die Krankheitsursache, versuchten es mit unterschiedlichen Therapien und gemischtem Erfolg, wozu die Injektionen von kolloidalem Silber ebenso gehörte wie die Gabe von Mitteln gegen Streptokokken und Pneumokokken, wie auch das in Spanien generell beliebte zur Aderlassen, das zumindest aufbauend auf die Psyche wirkte. Auf dem Land, wo es an medizinischen Ressourcen fehlte, versuchte man sich mit alten Hausmitteln zu behelfen, etwa Knoblauch und Zitronen als vermeintlich reinigenden Substanzen. Ärzte bemühten sich zumindest, hier mit ihrem Rat für einen angemessenen Umgang mit den Kranken zu sorgen, die sich oft in einem schlecht belüfteten Raum befanden, umgeben von Familienmitgliedern und alkoholischen Getränken, denen Heilkraft zugesprochen wurde. Gänzlich in die falsche Richtung ging, durchgesetzt gegen den nachdrücklichen Widerspruch des örtlichen Gesundheitsamtes, die Resilienzstrategie des recht jungen Bischofs von Zamora, der nicht nur wie auch sonst in Spanien Kirchen offen hielt und Gottesdienste erlaubte, sondern, geleitet vom Gedanken, die Pandemie sei eine Sündenstrafe Gottes, Anfang Oktober, 9 Tage hintereinander Abendmessen zu Ehren des heiligen Rochus, des Schutzpatrons der Pestkranken, abhalten ließ. Die Resonanz war groß, der Bischof sah darin, ich zitiere, einen der bedeutendsten Siege, die der Katholizismus errungen hat. Auch Totengottesdienste ließ er ohne Einschränkungen abhalten. Zamora sollte schließlich diejenige spanische Provinzhauptstadt mit der höchsten Mortalitätsrate sein. Solche Gemengelagen des Handelns von Behörden und verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren mit teils modernen, teils aber auch sehr traditionellen Mitteln und Herangehensweisen, von Spannungen und Widersprüchen durchzogen, finden wir auch in den anderen betroffenen Ländern und Regionen. Nur passive Hinnahme kennzeichnete den Umgang mit der spanischen Grippe nicht. Aber da alle Umgangsweisen nicht den Kern des Problems erreichten, das Virus selbst, konnten sie am Ende, ungeachtet aller individuellen Variationen, die Katastrophe der zweiten Welle nicht verhindern, allenfalls etwas eindämmen. Dies wird sehr deutlich im Vergleich der Umgangsweisen in Japan und Neuseeland, beide weit entfernt vom europäischen Kriegsschauplatz, aber auch in gewissem Maß in den Krieg involviert, vor allem Neuseeland als Teil des britischen Empire. Ihre Ausgangsbedingungen unterschieden sich deutlich. Japan mit seinen 57 Millionen Einwohnern war noch weitgehend eine traditionelle Reisbauerngesellschaft. Neuseeland mit nur 1 Million Einwohner, eine Kolonie weißer Siedler, der die etwa 51.000 Menschen umfassende indigene Maori-Bevölkerung gegenüberstand. Das neuseeländische Gesundheitssystem war für die dort lebenden, gut ausgebildeten Weißen modern, dem britischen Standard entsprechend, und wies vor allem weitaus mehr Krankenhausbetten auf als das insgesamt deutlich schlechter ausgestattete japanische.
Allerdings waren viele Ärzte zum britischen Militär einberufen worden. In Neuseeland schloss der autokratisch agierende Gesundheitsminister nach Beginn der zweiten Pandemiewelle rasch Schulen, Theater und andere Vergnügungsstätten und stieß dann über die Einrichtung lokaler Hilfskomitees eine systematische Suche nach Infizierten und eine breite gesellschaftliche Mobilisierung an, die unter der weißen Bevölkerung für einen hohen Informationsgrad, eine große Zahl freiwilliger Helferinnen und angesichts der gegebenen Motorisierung und Verfügbarkeit von Telefonen für den zügigen Transport schwerer Fälle in das nächste Krankenhaus sorgte. In Japan dagegen fehlte eine zentrale Instanz. Die Präfekturen entschieden für sich, Schließungen unterblieben, die Information der Öffentlichkeit fiel angesichts der begrenzten Alphabetisierung schwer. Auch bei den konkreten Maßnahmen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen beiden Ländern. In Japan empfahlen die Behörden das Tragen von Stoffmasken, die, hergestellt von Schulkindern, für alle Armeeangehörigen und Polizisten verpflichtend waren und mancherorts auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Kinos und Theatern. Zudem wurden, ähnlich wie in Spanien, in großer Zahl Impfungen vorgenommen mit Substanzen gegen Strepto- und Pneumokokken sowie Pfeiffers Bacillus, die zumindest gegen Folgekrankheiten helfen konnten. In Neuseeland hingegen fügten die Behörden den schon erwähnten Maßnahmen nur die Empfehlung hinzu, sich von Menschenansammlungen fernzuhalten, sowie für gute Belüftung der Wohnungen zu sorgen. Außerdem richteten sie öffentliche Inhalierungskammern ein, in denen, wie wir es hier im Bild sehen, ein Zinksulfatspray verwendet wurde, das zuvor Atembeschwerden in Militärlagern hatte mildern helfen. Der Haupteffekt seiner Ausgabe dürfte in der Frühzeit der zweiten Pandemiewelle angesichts der langen Schlangen vor Ort allerdings vor allem in der Beihilfe zu ihrer Verbreitung bestanden haben. Als weiterer Unterschied zwischen beiden Ländern lässt sich schließlich noch die Verwendung von traditionellen pflanzlichen Hausmitteln in Japan anführen, die bei einer Lungenentzündung fiebersenkend wirkten. Unter den Weißen in Neuseeland griff man stattdessen zu Alkohol und Nikotin. Ungeachtet all dieser Unterschiede lagen die Mortalitätsraten in Japan und unter der weißen Bevölkerung in Neuseeland schließlich nicht weit auseinander, bei 33 bzw. 40% aller Infizierten und insgesamt mit 4,5 bzw. 5,8 Promille der Gesamtbevölkerung niedrig im internationalen Vergleich und damit etwa auf derselben Höhe wie in Deutschland. Sehr viel höher war dagegen die Sterblichkeit bei den Maori in Neuseeland. Sie betrug 4,2%, also etwa das Neunfache derjenigen in der weißen Siedlerbevölkerung. Das ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, auf die schlechteren Lebensbedingungen hinsichtlich Ernährung und Hygiene, auf die langsamere Verbreitung von Informationen über die Pandemie bei ihnen, aber auch auf ihre traditionelle Glaubenswelt, die zum einen einen gewissen Fatalismus nahelegte, zum anderen gänzlich kontraproduktive Ratschläge der Heiler einschloss, etwa den zu einem Aufenthalt in heiligem Wasser bei einer Lungenentzündung. Besonders katastrophale Auswirkungen zog die spanische Grippe auch im Afrika südlich der Sahara nach sich. 2,3% der Bevölkerung kamen hier im Durchschnitt ums Leben und sogar 5% dort, wo die erste Welle noch vorbeigegangen war, sich aber wichtige Verkehrsrouten befanden und sie von Soldaten und Wanderarbeitern in großer Zahl genutzt wurden. Dazu gehörten etwa Südafrika und Tanganyika, das heutige Tansania, wo die Todesrate gar auf 10% geschätzt wird. Die Kolonialmächte kümmerten sich mit ihren Verwaltungsressourcen vornehmlich um die Städte und gingen hier ähnlich vor wie in Neuseeland, während das Land, auf dem der größte Teil der indigenen Bevölkerung lebte, sich selbst überlassen blieb. Die Menschen dort lehnten zudem die Arzneien der Kolonialmacht ab und verließen sich stattdessen auf ihre traditionelle pflanzliche Medizin und auf magische Praktiken wie das Tragen von Amuletten, die freilich wenig gegen das Virus ausrichten konnten. Hinzu kam, dass die zweite Welle der Pandemie mit der Pflanzsaison zusammenfiel. Da auch in Afrika gerade Jüngere die Opfer waren, folgte der spanischen Grippe eine Hungersnot, die mancherorts sogar
die spätere Erinnerung an jene Zeit bestimmen sollte und damit das massenhafte Sterben infolge der Pandemie verdeckte. Dabei ist auch zu bedenken, dass Teile der Region durch die Kriegshandlungen um Deutsch-Ostafrika und seinen Truppenkommandeur Letto Fuhrbeck schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren. So verwundert es nicht, dass die Resilienzstrategien nach dem Abflauen der Pandemie sich hier nicht allein auf die Beseitigung der materiellen Schäden konzentrierten, sondern sich auch auf einer religiös-spirituellen Ebene entfalteten. So traten in Tansania männliche Regenmacher und die hinter ihnen stehenden Häuptlinge wieder in den Vordergrund und drängten den Einfluss weiblicher Heilerinnen zurück. Ihre Segnungen von Häusern und Feldern prägten sich der Bevölkerung ein und wurden mit der später wieder verbesserten Ernte in Verbindung gebracht. Im südlichen Afrika kam es zu zahlreichen Konversionen hin zum Christentum oder Islam oder aber zurück zu traditionellen Glaubensüberzeugungen. Zudem bildeten sich hier über 50 eigene afrikanische Christengemeinden um charismatische Führergestalten. Im Kontext indigener Religionen erhielt zudem die Suche nach Hexen als vermeintlichen Verursachern der Pandemie einen Schub und führte zu zahlreichen Angriffen und Tötungsdelikten. Solche profunden Veränderungen waren in den kriegführenden Staaten Europas und auch Nordamerikas nicht zu verzeichnen, zumal sie, daran sei erinnert, ungeachtet der hohen Todeszahlen letztlich dann doch weniger deutlich von der Pandemie betroffen waren als Afrika und andere Teile der Welt. In Deutschland sah man sich bei Kriegsbeginn auf eine Epidemie durchaus vorbereitet, nämlich auf das Fleckfieber, eine von Läusen übertragene Typhusvariante mit hoher Letalität, deren Ursache man kannte und die als typische Kriegsseuche galt. Sie erschien als Gefahr vor allem auf dem östlichen Kriegsschauplatz und wurde jedenfalls im deutschen Heer nachdrücklich bekämpft durch umfassende Entlausungsmaßnahmen. In Deutschland selbst konnte sie sich deshalb nicht verbreiten, von den Kriegsgefangenenlagern einmal abgesehen. Dass die Maßnahmen in den besetzten östlichen Gebieten antisemitische Züge trugen, wenn Ostjuden als vermeintliche Hauptträger der Seuche in den Blick genommen wurden, soll nicht unerwähnt bleiben. Als dann die erste Welle der spanischen Grippe Deutschland erreichte, rief sie kein sonderliches Echo hervor. Zwar wurde sie auf der schon erwähnten Sitzung des Reichsgesundheitsrats Mitte Juli 1918 diskutiert, in der Richard Pfeiffer seine Ausführungen über die vermuteten Ursachen machte, trat dann aber mit ihrem Abflauen wieder in den Hintergrund. Die Ankunft der zweiten Welle wiederum fand zu einem Zeitpunkt statt, als die deutsche Öffentlichkeit mit großer Bestürzung zur Kenntnis nahm, dass Deutschland die Alliierten um einen Waffenstillstand ersuchte, womit alle noch gehegten Siegeshoffnungen unvermittelt in sich zusammenfielen. Da vermochte die Grippe nicht sofort den gleichen Schrecken zu entfalten wie anderswo, auch wenn sie sich schon dadurch weithin bemerkbar machte, dass aufgrund der vielen Erkrankungen der öffentliche Nahverkehr, die Post und die Zeitungszustellung gestört wurden. Der Theaterkritiker Alfred Kerr brachte diese klar begrenzte Besorgnis zum Ausdruck, als er am 13. Oktober in seiner Kolumne in der Königsberger Zeitung schrieb, ich zitiere, und Sie sehen es hier vor sich auf dem Bild, die Grippe rast. Und wie diese Zeitläufte fast auf jedem Gebiet Neuerscheinungen gebracht haben, von denen man zuvor verschont war, so sind auch, dank dem erfinderischen Geiste der nie ruhenden Natur, nette, verschmitzte Krankheitskomplikationen aufgetaucht. Das Neue im Verhältnis zu früheren Jahren sind bekanntlich hier die Nebenerscheinungen, wobei die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber diese Steigerung des Leidens lässt sich oft verhindern. Ach, die Grippe ist wahrhaftig nicht das Einzige, was uns heute behelligt. Wir sind nun seit Wochen an der Spree, wie wohl in jeder deutschen Stadt, in einer schwer zu beschreibenden Seelenverfassung. Ich brauche nicht zu sagen, weshalb. Unendlich tief empfindet man die heute nicht zu überschauende Krise, die das Land durchlebt. Alles andere wird davon in den Hintergrund gedrängt. Zitat Ende. Kurz nach dem Erscheinen seines Textes erkrankten Kerr und seine junge Frau Inge an der spanischen Grippe. Und am 23. Oktober, 10 Tage
Nach der Publikation war Inge gestorben. Dies war nicht der einzige Fall, in dem der Tod derart schnell eintrat, und auch nicht der einzige, in dem die oder der Verstorbene sich noch im jungen Alter befand, wie dies beispielhaft die beiden Todesanzeigen verdeutlichen, die Sie auf der PowerPoint-Folie sehen. Am 16. Oktober trat der Reichsgesundheitsrat erneut zusammen, auf Initiative des selbst erkrankten, erst seit kurzem amtierenden Reichskanzlers Max von Baden. Man war sich doch durchaus der Bedrohlichkeit der neuen Pandemiewelle bewusst, vermochte sich aber auch nach mehreren Stunden Beratung nicht zu einer genaueren Unterrichtung der Öffentlichkeit oder einschneidenden Maßnahmen durchzuringen. Eine Schließung von Theatern und Kinos etwa wurde deshalb nicht empfohlen, weil dies der Bevölkerung, ich zitiere, weil dies die Bevölkerung, ich zitiere, unnötig beunruhigen würde. Zitat Ende. Der Verzicht auf Entscheidungen durch die Zentralregierung und deren Delegation an die unteren Behörden kennzeichnet übrigens auch die anderen großen kriegführenden Länder. Das Zögern gegenüber einschneidenden Maßnahmen findet sich aber auch auf lokaler Ebene, so in Mannheim, wo der Ortsgesundheitsrat außer den Schulen auch alle Vergnügungsstätten schließen wollte. Das vom Stadtrat am 17. Oktober angerufene Innenministerium in Karlsruhe diese Entscheidung aber aufhob und der Bevölkerung überlassen wollte, Zitat, ihr Verhalten zu bestimmen. Zitat Ende. Eine Protesterklärung der Mannheimer Gesellschaft der Ärzte, die 4 Tage später in der örtlichen Zeitung erschien, verhallte ohne Wirkung. Vergleichbar war, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, die Situation in Köln, wo aus der lokalen Presseberichterstattung die Bedrohlichkeit der Pandemie durchaus zu entnehmen war. Die Überforderung der Krankenhäuser war offensichtlich, auch die der Friedhofsverwaltung und ebenso das problematische Verhalten der Bevölkerung. Hier hatte der Kölner Lokalanzeiger schon am 4. August vorgehalten, fälschlicherweise zu glauben, ich zitiere, man könne dieser Krankheit durch Schnaps, Wein und andere Alkoholika den Einzug verwehren. Zitat Ende. Der Bakteriologe Eugen Czaplewski, Leiter des bakteriologischen Laboratoriums der Stadt und später Professor an der neu gegründeten Universität, hatte einige Tage zuvor im Kölner Stadtanzeiger empfohlen, man solle, ich zitiere wieder, jedenfalls das Küssen möglichst vermeiden und sich nicht anhusten, anniesen und ansprechen lassen, Zitat Ende, solange die Epidemie andauere. Regelrechte Maßnahmen schienen den Stadtvätern aber auch in der gefährlichen zweiten Welle nicht angeraten, mit einer gleich noch zu erwähnenden Ausnahme, denn, so meinte der beigeordnete Mazarat in der Stadtverordnetenversammlung vom 24. Oktober, ich zitiere, öffentliche Vorbeugungsmaßregeln versprechen wenig Erfolg, Zitat Ende. Hier, wie in Mannheim und anderswo, waren es nicht primär ökonomische Gründe, wie in spanischen Städten, die massive Behördeneingriffe verhinderten, und auch nicht der verwandte Grund, den Kauf von Kriegsanleihen bewerben zu lassen, wie wir dies noch Ende September mit dann katastrophalen Folgen in Philadelphia finden. Während in Baltimore mit entsprechendem Erfolg bei der Pandemie-Eindämmung derartige Werbeumzüge verboten wurden. In Philadelphia, wie auch in anderen Städten der USA, schloss man dann freilich doch für einige Wochen Schulen, Lokale, Sportstätten. Dort war der Krieg weniger präsent als in Europa, entfernungsbedingt und angesichts der erst im Jahr zuvor erfolgten Kriegserklärung, sodass die Behörden sich hier zu robusteren Eingriffen bereit fanden. In deutschen Städten und anderswo in Europa war es vielmehr zuallererst die Sorge um die ohnehin schon bedenkliche Stimmung in der Bevölkerung, die größere Eingriffe in das öffentliche Leben verhinderte. Die einzige in diese Richtung gehende Maßnahme, zu der sich die Behörden in deutschen Gemeinden durchrangen, war eine Schließung der Schulen von der letzten Oktober bis zur ersten Novemberwoche. Mittlerweile bestimmte freilich allgemeine Erschöpfung die öffentliche Stimmung, in der schwer zu unterscheiden war zwischen den Effekten der Grippe, des nahenden düsteren Kriegsendes und der gleichfalls bedrückenden allgemeinen Versorgungslage, sowie dann auch, wie es die Karikatur aus dem Simplicissimus zeigt, der Angst vor dem Bolschewismus.
die, wie man heute schätzt, etwa 300.500 Todesopfer, die die spanische Grippe im damaligen Deutschen Reich forderte, traten inmitten der Umbruchswirren von Waffenstillstand und Revolution in den Hintergrund. So wie die jeweils weit über 200.000 Grippetoten in Frankreich und Großbritannien im dortigen Siegesjubel ihre Eindringlichkeit verloren. Damit ist schon das Stichwort für die folgenden Überlegungen gegeben. Der Weltkrieg trat in seine entscheidende Phase ein, als die Pandemie den europäischen Kriegsschauplatz erreichte. Schon deshalb stellt sich die Frage, welchen Zusammenhang sie mit dem Kriegsgeschehen aufweist. Bekanntlich blieb die Ende März begonnene deutsche Frühjahrsoffensive, die den Durchbruch durch die Linien der Alliierten und damit den Sieg im Westen bringen sollte, nach Anfangserfolgen stecken und wurde schließlich Mitte Juli ganz eingestellt. Wie gravierend der Einfluss der spanischen Grippe auf die Kampfkraft der deutschen Truppen war, ist nicht eindeutig bewertbar. Kriegsentscheidend dürfte er nicht gewesen sein. Wohl aber trug er zur massiven Schwächung dieser Kampfkraft im letzten Teil der Offensive bei, die am 15. Juli einsetzte und bereits 2 Tage später unter einer gut geplanten französischen Gegenoffensive zusammenbrach. Im Vorfeld hatte sich die Pandemie mit erhöhter Geschwindigkeit unter den deutschen Truppen ausgebreitet und insgesamt 15 bis 20% von ihnen erfasst, bei den Fronttruppen sogar bis zu 50%. Bei den Alliierten lag der Anteil der Infizierten deutlich niedriger, worüber die wiederum deutlich höhere Zahl der Grippetoten unter den US-Soldaten, 43.000, im Vergleich zu der unter den Deutschen, vermutlich 25.000, in diesem Zeitraum der ersten Grippewelle hinwegtäuscht. Entscheidend war jedenfalls, dass die Erkrankten nicht nur für wenige Tage, sondern über Wochen hinweg deutlich geschwächt blieben und deshalb die angreifenden Einheiten nicht über die notwendige Kampfkraft verfügten. Willensstärke vermochte sie nicht zu ersetzen, was Erich Ludendorff, der deutsche Chefstratege, nicht wahrhaben wollte, auch wenn er und seine Generäle den Einfluss der Pandemie grundsätzlich erkannten, angesichts der vergleichsweise geringen Zahl der Toten aber unterschätzten. Ob die Kriegsumstände insgesamt Ausbreitung und Verlauf der spanischen Grippe wesentlich beeinflusst haben, ist eine offene Frage. Zweifellos wirkten die Transporte dicht gedrängter Mannschaftssoldaten auf Schiffen und Eisenbahnzügen sowie nach ihrer Ankunft in Umschlaghäfen wie große Virenschleudern. Doch war die Welt am Vorabend des Ersten Weltkriegs bereits von der Globalisierung erfasst, was wiederum bedeutet, dass manche Handelsströme durch den Krieg unterbrochen wurden und dadurch wiederum sich die Weitergabe des Virus reduzierte. Auch lässt sich die Heranziehung der Gesundheitssysteme für militärische Zwecke nicht eindeutig kausal verorten. Teils bedeutete dies, dass medizinische Ressourcen abgezogen waren, teils aber auch, dass man sich schneller mobilisieren konnte. Dass gerade auch neutrale Länder von der Pandemie massiv betroffen wurden, wie Schweden und die Schweiz, relativiert ebenfalls den Einfluss des Krieges. Es ist somit wahrscheinlich, dass das Virus auch unabhängig vom Krieg seine Verbreitung gefunden hätte, wenn auch teils in anderer Ausprägung. Seine Auswirkungen hinsichtlich der Sterblichkeit waren, wie der Vergleich der Opferzahlen erweist, nicht davon abhängig, ob das betreffende Land am Krieg teilnahm oder nicht, sondern, wie Eckhard Michels herausgearbeitet hat, abhängig von der Leistungsfähigkeit seines Gesundheitssystems, dem Ausmaß der Informationsverbreitung und seinem Urbanisierungsgrad, da Menschen in städtischen Gebieten offenbar eine tendenziell höhere Immunität gegenüber Ansteckungskrankheiten aufwiesen als solche aus ländlichen. Nach dem Krieg waren die Lektionen der spanischen Grippe insoweit präsent, als die betroffenen Länder entweder erstmals nationale Gesundheitsbehörden einrichteten oder aber die schon bestehenden Gesundheitssysteme ausbauten. Im Kontext einer nun wieder verstärkten Internationalisierung und ihrer institutionellen Verankerung, wie sie die Gründung des Völkerbundes und seiner Unterorganisationen markierte, darunter auch eine für medizinische Fragen, wurde auch die internationale Zusammenarbeit auf diesem Feld verbessert. Die neu etablierte Epidemiekommission befasste sich jedoch vornehmlich mit der internationalen Verbreitung von Typhus, nicht der Grippe.
Die internationale Forschung ging jedoch der Frage des immer noch unbekannten Erregers der spanischen Grippe nach. Einem US-amerikanischen Veterinärmediziner gelang es zwischen 1928 und 1931 von Schweinen, die Grippesymptome zeigten, wie auch schon 1918-19, mittels einer Filtrierungstechnik einen nicht bakteriellen Krankheitsauslöser zu gewinnen. Britische Forscher, die sich mit der von Viren ausgelösten Hundestaupe beschäftigten, setzten hier an und gewannen ebenfalls mittels Filtrierung aus dem Gurgelwasser von 1933 an einer Grippe erkrankten Londonern ebenfalls den nicht bakteriellen Auslöser, den sie dann erfolgreich an Frettchen testeten. Weitere Untersuchungen dieser Art folgten, diesmal mit Erkrankten aus Philadelphia und Puerto Rico. Damit war der Beweis geführt, dass Grippe nicht durch ein Bakterium, sondern einen bisher unbekannten Krankheitserreger ausgelöst wurde. Sichtbar gemacht war er allerdings noch nicht und auch noch nicht manipulierbar. Dies war ein längerer Prozess, der hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden kann. In den 1950er Jahren war die Virologie jedenfalls als eigene Subdisziplin etabliert. Weitere Grippepandemien trieben die Forschung voran, so die im nächsten Vortrag behandelte asiatische Grippe 1957-58. Dass das Grippevirus in einer Vielzahl von Variationen auftreten konnte, war mittlerweile bekannt. Es dauerte aber noch bis 1995, bis anhand von Material, das Grippetoten 1918 entnommen worden war, seine genaue Genomsequenz bestimmt werden konnte. Damit bin ich ans Ende meines Vortrags gekommen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie sehr unser heutiges Bild der sogenannten spanischen Grippe und deren damalige Wahrnehmung auseinanderklaffen. Ihre großen Schrecken traten vielfach gegenüber anderen Herausforderungen in den Hintergrund. Sie war eine große Katastrophe, freilich eine teils verdeckte. Die damaligen Gesellschaften waren überall auf der Welt verwundbar, weil man die genaue Ursache der Pandemie nicht kannte und deshalb, wie aus verschiedenen anderen Gründen, umfassende Gegenmaßnahmen nicht getroffen werden konnten oder sollten. Gegenstrategien blieben deshalb oft kleinteilig, ausgehend auch von traditionellen Weltwahrnehmungen. Gründlicher wissenschaftlicher Forschung war es dann freilich zu verdanken, dass nach Jahrzehnten mit der genauen Kenntnis des Virus auch angemessene Gegenmittel entwickelt werden konnten. Auch in der gegenwärtigen Krise sollten wir das Vertrauen in die immer auch streitige, sich von Erkenntnis zu Erkenntnis bewegende Wissenschaft nicht von abstrusen Verschwörungstheoretikern unterminieren lassen. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und zeige Ihnen noch wichtige Literatur, die ich mit kleinen Kommentaren versehen habe. Sie finden hier dann jeweils auch ältere Werke nachgewiesen. Abschließend weise ich auf den nächsten Vortrag hin, rot markiert auf der Liste. In ihm wird sich der Kollege Hartmut Berghoff, wie schon angedeutet, mit der asiatischen Grippe 1957-58 beschäftigen und somit thematisch eng an den heutigen Gegenstand anschließen. Ich wünsche Ihnen also weiterhin ein gutes Semester und bleiben Sie gesund.